Oh Mann, ey. Alrighty, nächste Runde. Ich glaube, ich mach den Task jetzt gleich hier vorne. Ich bleib einfach hier stehen. Oder bleibe ich hier stehen? Ich bleib einfach hier stehen. Ich bleib saferweise hier stehen. Was soll das denn jetzt hier? Geh weg, Mann! Ich will meinen Task machen, Sven! Hau ab! Oh nee, du Sau, geh weg, Sven, geh weg, Alter, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du Sau. Geh weg. Geh weg, Sven, geh weg. Ich will nur meine Task machen, Mann. Hau ab! Geh weg, Sven! Nein! Dräng mich doch nicht so in die Ecke, du Schwein! Okay, gut, ich hab meine Task fertig. Hau ab, Mann! Geh weg! Sven, verpiss dich! Hau ab! Nein! Oh! Hui! Sven, ey! Oh. Hey, Fixing, also nichts genau aus, direkt einer getötet. Das ist natürlich belastend, wer wart? Liegt am Licht oder was? Nee, aber dieses richtig typische, weiß ich mal, Licht aus, töte direkt einen, damit es keiner sieht, der daneben steht. Wo liegt er denn, Maxi? Vor dem Reaktor. Okay, dann nehme ich Dizzy für raus. Dann ist das ein Brand gewesen zum Startpunkt drüber. Ich wollte gerade fragen, haben wir eine AFKler? Ich bin gerade mit in den Raum von unten reingelaufen. Ich kann mir nicht entgegen. Das sah für mich aus, als wärst du mir entgegengekommen gerade. Mit dir bin ich in die Schleuse reingelaufen. Das habe ich nicht mehr gesehen. Okay, kurze Frage. Die Leiche ist gerade erst passiert, ja? Der Mord war gerade eben. Ja, oder? Wahrscheinlich, weil gerade das Licht aus der Leiche Dadosch ist mir gerade entgegengekommen vor Cafeteria, also es ist wahrscheinlich kein Dadosh-Kill. Ja, wobei Dadosh kam vorher aus bei uns, der ist mir und Maxi entgegengelaufen. Es müsste eigentlich ein Wendkill sein von Reaktor zum Startpunkt wieder zurück. Oder standen Dizzy und ich die ganze Zeit? Nee, das geht nicht, da war keiner. Nee, das geht auch nicht, du kannst ja noch so einen Reaktor außer sitzt im Gang rein, oder? Du kannst überall hinwenden. Deswegen kam Dalo für mich jetzt noch in Frage, weil der Cafeteria kurz vorgelaufen ist. Er hätte da wenden können, aber ich glaube, es wäre zeitlich schwer gewesen, das zu machen. Du müsstest auch erst hoch und dann nach links klicken. Ja, genau. Du ich weiß. Durch ich weiß. Die das war nur meine Überlegung. Deswegen also kann der schon länger tot sein und Dadosh ist gewesen, der mir und Maxi entgegenkam. Nee, er war ein Medbay. Confirm für Medbay oder machen wir das nicht? Also ich stelle mich mal auf daneben und guck, aber ich drücke die Taste selber nicht. Ja, okay, gut. Deswegen habe ich es auch nicht. Also ich habe nicht gedrückt und ich habe nicht. Also ich habe Dadosh vor 5 Sekunden in diesem Y-Kreuz gesehen. Ich glaube, ich bin echt raus. Ich bin vom. Okay. Was? Achso, raus. Du bist raus. Ich habe mich gescannt. Moment, aber Sven und Dizzy, ihr wart am Startpunkt. Ja, warum? Wegen der Taste. Dizzy hat getanzt und ich habe ihn beobachtet. Also ich habe nur Dadosh im Medbay kurz gesehen und dann bin ich halt auch links rüber. Ja, direkt. Und dann bin ich da entgegengelaufen im Y und dann Mike auch noch. Also ich habe dich nicht mal gesehen bis zur letzten Sekunde, als das Licht schon aus war. Also wer wollte jetzt Dadosh rausnehmen? Ja, jetzt mach ich so einen Scheiß hier. Ja, ich krieg wieder 1 Million Votes deswegen. Die ja, hat mich immer in die obere Ecke gelockt. Ja. Ich wusste nicht, was er da Dadosh, warst du das? Nee. Gleich nehmen wir ihn raus. Verzeihung. Okay, machen wir mal noch schnell die Task hier. Was haben wir denn? Hier, ne? Ja, A2. Ich glaube, das ist es. Yes. Sehr gut, easy. Kein Problem. Huch. Wait, what? Ach, das war richtig. Ja. So, machen wir noch die Admin-Sache hier. Das ist 39012. Hey, da wird's ja erst mein Gehirn langsam heute. Ui. Ui. Da ist bestimmt irgendwas passiert. Perfekt. Ich habe eine ganz kurze Frage. Links unten, ja? Neben der Cafeteria links. Da kann man an so einen Beutel dran gehen, eine Aufgabe machen. Da kriegt man so ein Bild von dem Regal angezeigt. Was muss ich da machen? Die Gießkanne. Die blaue. Ah! Ich muss sagen, war sehr lang da drin. Ja, ich drück da mal wieder drauf und denke mir so, was passiert hier? Ja, ja.
Dann musst du nachher auch Wasser gießen hier, also die Pflanzen gießen. Ich habe gedrückt, der Grund war, weil Mike unten aus dem Balkon kam und ich dachte mir, okay, jetzt drücke ich den Knopf, weil wenn es eine Leiche gibt, müsste es Mike gewesen sein. Das Ding ist, aber genau dann ist Lights ausgegangen, als ich an dem Knopf stand. Aber es ist nichts passiert, was ich sehr bedauerlich finde. Also hast du den Balkon vorher gecheckt oder nicht? Ja, bin ich reingegangen. Ich stehe immer noch Balkon und mache unten rechts die Aufgabe. Dadurch hat in der ersten Runde heute in der Aufnahme mich rausgevotet als Crewmate, in der zweiten Ray als Crewmate. Dadurch machst du nicht in der dritten auch noch. Ich habe nur gesagt, zwischen dich und mich, dann entscheide ich für dich. Also, ja, eben, klar. War ja falsch. Also es gibt zwar keine Leiche und es ist auch irrelevant, aber du hast den Balkon gecheckt und da war nichts. Ja, wie kann er dann da runterkommen? Aber das ist... Nicht da runter, da raus. Er kam aus dem Balkon hoch. Ja, dadurch, ich war erst links. Aber Mike ist doch jetzt gerade zum Balkon hingegangen. Ja, dadurch hat es sich vertan. Also, so, okay, wollen wir jetzt Mike rausnehmen? Wenn ihr mir jetzt unterstellen wollt, ich habe keine Ahnung, was ich hier getan habe. Ja? Ich bin Cafeteria runtergegangen, Mike kam auf den Balkon hoch. Ja? Die Schiebetüren haben sich geöffnet, er ist rausgekommen Richtung Button. Ich bin unten reingegangen, da war kein Leiche, ich bin zum Knopf. So. Licht ist ausgegangen. Ja, das ist noch eine ganz andere Reihenfolge. Der redet zu viel, den wähle ich. Die andere Reihenfolge wäre doch viel interessanter. Ja, der ist vorhin Maximum entgegengekommen. Also wollen wir Mike rausnehmen? Ich habe Jay nicht getötet. Ja, Desi wollte mich auch in eine dunkle Ecke vorhin locken. Ey, Bagger, du hast mich komplett in die Ecke gedrängt, du Schwein. Also, ich stand unten mit Sicherheitsabstand. Ich nice try, Imposter. Ich wollte, dass du gekillt wirst, damit ich die reporten kann. Nicht passiert, schade. So, los geht's. Wir müssen noch Blumen gießen. Okay, Andi hat auch die Blumen gegossen. Okay, das ist complete. Nice. Auf geht's über die Datenautobahn. Datenautobahn. Rein ins Folder. Hat jemand gemacht, dann kann ich meinen Spaß machen. Das ist wichtig. Oh, nee, ich muss jetzt noch 300 Mal da rein. Ich muss jetzt nach oben und alle Tasks machen. Ich kotze. Moin, sind da los? Was geht? High five. Ray und Dadosch. Sven. Oh, wie ich da durch bin. Aber easy popacing. Okay. Das ist einfach. Ich war oben Reaktor. Runtergelaufen, Decon mit Andi und Sven. Andi ist unten durchgezogen. Ich bin wieder zurückgelaufen. Im Reaktor liegt Dizzy. Oben habe ich vorher noch rumlaufen sehen. Ich glaube, Bram und Maxi, du auch? Ich bin gerade reingegangen und rüber rechts ins Lab direkt, um Steine zu sortieren. Okay. Das Bram habe ich nicht gesehen. Also Maxi oder Mike? Bram kam mir kurz vorher raus entgegen. Oh. Bram ist rausgelaufen. Ich habe den Reaktor selber mit Ray auf der linken Seite gemacht. Wo bist du dann hin? Nee, ich habe den Reaktor auch gemacht drüben. Also den. Ja, du hast recht. Der Reaktor, die Leiche lebt nicht, also die ist nicht im Raum. Und dann bin ich über den Gang rüber, erst nach oben in die Mitte und dann auf die rechte Seite. Da habe ich dann ich oben erstmal diese Kristalle gemacht und unter die Steine sortiert. Du bist aber noch da oben in dem Konglomerat, meine ich. Nee, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile stehe ich jetzt im Medbay und wollte da gerade den Schalter drücken, der oben in der Mitte ist und auch immer der macht, was ich noch nicht weiß. Ich gehe davon aus, man muss Bram würde nicht Strom sein. Bram würde das nicht faken mit der Gießkanne. Also, sind wir ganz ehrlich. Ah, Big Brain. Ich habe eine Frage noch an Dadosch, als wir aus Deko nach dem Reaktor raus sind. Ging kurz danach aufs Licht aus. Genau, und ich bin nach rechts rumgelaufen, weil ich nicht getötet werden will. Ich bin so enttäuscht. Aha. Also, ich bin so enttäuscht, weil du auf einmal weg warst. Ja, ja. Nee, ist schon richtig. Und ist richtig, dann
übelst viel später erst. Also pass auf, Leute, ich glaube, wenn ich den Jakob killen würde, würde ich rauswenden und nicht rauslaufen. Deswegen glaube ich nicht, dass Andi oder Sven den Kill gemacht haben. Genau, wir waren Andi, Dizzy, Mike und ich. Andi, Mike und ich sind in die Kontamination gelaufen. Da hat Dizzy aber oben noch gelebt. Entweder Max, Mike Self-Report jetzt. Warum soll ich das glaube ich nicht von aus. Können wir da nicht anders rangehen? Oder Maxi ist halt hochgelaufen. Also du musst hier wirklich von dem Vent hochgelaufen. Oder das weiß ich. Band, aber der wäre super knapp. Hat jemand gerade jetzt Dalu gesehen? Außer wenn einer am Admin-Table war, vielleicht du mich am Start und dann auf Mad Bay. Weil ich ja am Anfang gesagt habe, ich habe Mad Bay. Am Start habe ich keinen gesehen. Spielt halt nicht alles keine Rolle. Ich meine, wie lange ist der Kill-Timer? 25 Sekunden? Schafft in 50 Sekunden nicht alle Aufgaben, die ihr noch habt? Nee, aber darum geht's ja auch nicht, weil die können auch Reaktoren machen. Das willst du ja auch nicht. Du aber Moment. Zwei Leute waren Mad Bay. Bram, hast du Dalu gesehen? Nein, ich war Mad Bay ja schon viel früher. Das Ding ist, Ray, du warst jetzt kurz vor dem Office nochmal, oder? Links? Du warst doch gerade bei mir, oder nicht? Wer war gerade bei mir? Ich kann dir gleich, wenn wir noch einen Call haben. War jemand in dem Raum? Maxi hat Licht gemacht vorhin. Ja, eben, Mann. Sagst du gleich. Ich bin so enttäuscht von Dalukart. Ich bin wirklich so enttäuscht von Dalukart. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich empfinde ja einfach für diesen Menschen mehr als nur Respekt, ja? Und ganz viel Liebe, weil der einfach ein toller Mensch ist und super talentiert und ein Weltklasse-Computerspieler, ne? Aber das enttäuscht mich. Das enttäuscht mich wirklich so sehr. Ja gut, Ray. Ja, was? Da ich im Y-Gang quasi der Strich vom Y, der Vertikale, die Leiche fällt um, Ray läuft von der Leiche weg. Ganz kurz, es war ein Double Kill. Maxi und ich haben gerade Reaktor gefixt. Wir sind beide Crewmates. Ja. Wer noch hochgelaufen ist, neben denen ist auch noch Dalukart. Mit Sven habe ich hochlaufen sehen als letztes. Also bevor ich direkt reingegangen ist. Also ich möchte nochmal sagen, dass Dalu sehr verdächtig ist. Ja, ich wollte das gerade erzählen, weil wir hatten ja keine Zeit mehr. Nee, einmal die Runde davor, die Lights Out. Normalerweise läufst du immer direkt los bei Lights Out. Das bist du bei der einen Runde nicht, das war sehr verdächtig. Ich war und du hast mich nicht verdächtigt, obwohl ich Asteroids nur ganz kurz stand, ein bisschen was geshootet habe und wieder weggegangen bin. Naja, ich habe dich nicht verdächtigt, weil du dich oben links in den Satellitenschlüssel gestellt hast und ich durch dieses Asteroids-Menü durchgucken kann. Das ist durchsichtig. Ich habe gesehen, dass du nicht Zeit verschwenden, Leute. Also. Welche wolltest du schon? Weil für mich klar ist, dass es Andi ist. Okay, und dadurch. Ganz kurz, aber noch eine andere Info. Bramin wird den Admin liegen. Und dann kommt kurz danach der Report und dann sagt er, ich war es angeblich. Und dann denke ich so, ja, wow, alles klar. Mhm. Okay, jetzt pass auf. So, die Runde davor, dadurch, mit dem Batman-Scan. Es ist wichtig, weil wir dadurch vielleicht beide Killer kriegen können. Weil ich gehe trotzdem noch davon aus, dass wir von dem Vent ausgehen müssen. Aber in der Runde davor könnte wirklich jemand oben links gekillt haben, weil vielleicht sehr viele Leute schon runtergegangen sind und dass die Leiche gefunden wurde, eher unabsichtlich war als geplant. Dadurch kann es in der Runde davor verzaubert. Alle verzaubert. Du, du hast mich am Spawn nicht gesehen. Blöde Dreck. So, wenn also jemand gewendet ist, hast du jemand wenden sehen, weil du klickst doch rum. Ich glaube, der Kill oben links ist oben links gefallen. Ich glaube, der wurde oben links gemacht. Also, okay, wir können da... Warte, Ray oder Andi, das ist der erste Flip, wir haben 20 Sekunden. Es ist Ray. Ja, also Andi... Es ist Andi. Andi würde Andi reporten. Ich würde fast schon reporten. Reportet mich. Naja, Andi würde nur reporten, wenn wer anderes dazugekommen ist. Dadurch warst du in Range. Zum Sehen. Dalu versucht, Ray zu schützen. Nein, also für mich ich kann auf Ray voten. Ich will Dalu. Ich will Ray. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, wo du bist. Für mich bist du immer noch suspicious. Ich bin im Y-Range. Ja, genau. Das heißt, guck doch. Das ist aber nicht Range. Wie ist halt wirklich, glaube ich, Ray. Nichts Chichi. Außer es sind Andi und Dalu. Und Dalu hat... Für mich ist Dalu, aber I don't know. Dalu, ich liebe dich. Ja, jetzt wissen wir es ja, wer es ist. Der Letzte. Was macht er denn? Ray war richtig. Ray war richtig und Dalu ist der andere. Bist du nicht nach unten gelaufen? Ja. Dalu ist auch nach unten gelaufen. Dalu. Du bist einfach, aber du warst vor mir.
Wir können ja, das gleich nicht machen. Moment, Maxi, ich bin nicht unten gewesen. Aber ich bin nicht unten gewesen. Doch, bist ich bin oben gewesen. Ich bin am Anfang nach oben gelaufen. Nope. Okay, wir haben, Leute, hundertprozentig. Lieber Daluka, du weißt, ich mag dich sehr gerne. Ja. Ami hat gerade Dre rausgehauen, Maxi und ich sind Crewmates. Ich bin Ja, Mike, ich bin immer noch der Meinung, dass Andy Ray raushauen musste, weil dadurch aus dem Y von unten rechts kam. Und ich glaube auch nicht, dass Ray den Kill gemacht hat, sondern dass Andy den Kill gemacht hat und der Ray verkauft hat. Der Kill oben links, Reaktor, kann ich nicht gewesen sein. Ihr wart da mit 5, 6 Leuten. Der ist live passiert. Er ist gerade vor mir aus Medbay rausgegangen, der gute Daluka, und ist einfach nach unten gelaufen Richtung Startplattform und hat die Leiche nicht reported, die ich denn hinter ihm liegen habe sehen. Mike, möchtest du mir erklären, warum Maxi Crewmate ist? Ja, Reaktor war vorhin an. Wir haben Reaktor beide innerhalb von 2 Sekunden fix gehabt. Und das war ein Double Kill gerade eben. Den konnte Maxi nicht gemacht haben. Das wart ihr beide. Ja, haben wir auch gesagt in der letzten Runde. Deswegen ist Maxi Crewmate. Ray hatte mich davor schon das eine Mal, als das Licht ausging kurz, aber steig ich direkt am Licht wieder dran. Und das hat Ray auch vorhin gesagt gehabt. Das heißt, du lässt dich von dem Imposter decken. Genau, das ist ein Imposter, Maxi. Das ist jetzt nicht so gut. Also da hast du den Alibi von dem Imposter geholt, oder wie? Also nice, Maxi. Ja, ich weiß. Also Andy, hast du gerade reported, weil du ihn wirklich gesehen hast? Also hast du gesehen, wie Ray den Kill gemacht hat? Ich habe gesehen, wie die Leiche umgefallen ist und Ray von der Leiche weggelaufen ist. Okay, das heißt, du hast ihn gesehen. So, also entweder... Wäre Ray nicht richtig gewesen, wäre das Runde jetzt vorbei. Ja, aber das heißt, du lässt dich gerade decken, weil ich war unten. Du warst unten. Nein, ich war oben. Leute, ich bin holt ihn einfach raus. Okay, gut Job, Maxi, dann versuch. Andi, dann ist Maxi der Zweite, weil ich bin am Anfang nach oben gelaufen. Ich hatte erst Andi auch Verdacht, ist aber mein Fehler, ist falsch. Muss Maxi sein. Ich bin oben gelaufen. Ja, muss es sein, weil du mich als Target nimmst. Ja, natürlich, weil du gerade vor mir weggelaufen bist. Ja, über die Leiche. Kann ich ja nichts mehr sagen. Also ich hab Maxi gewonnen. Ich bin nach oben gelaufen, Andi. Direkt Start. Andi, hör nicht auf ihn. Schade, Dalu. Oh, Andi muss entscheiden. Ich hoffe einfach mal, dass Mike recht hatte mit seiner Aussage. Schade, Andi. Fehler. Du Schwein, ich hatte recht. Natürlich, ich hab recht. Aber Rainbow, das war so ein scheiß Timing, Mann, ey. Was sollten da noch machen? Mit einem Y. Ja, aber wie konnte er dich denn im Y sehen? Wir waren noch an Admin. Kill ihn doch an Admin. Ah ja. Okay, nochmal das ganze Spiel hier. Ich warte das einfach aus, weil ich nämlich nicht nochmal hier hoch will. Nicht nochmal. Irgendeiner hier? Nee. Ey, wehe, da kommt jetzt irgendeiner aus dem Vent raus. Dann scheiße ich aber im Strahl, sage ich euch. 40 Sekunden. Okay. Weiß nicht, ob das so clever ist, hier am Anfang zu warten. Aber dann muss man nachher später halt einfach nicht mehr... Oh, Dadosch. Dann muss man hier nachher am Ende... Nein! Nein! Hallo? Jo, Ray hat einen Kill gemacht. Alles klar. Hab mich abgeholt. Da kann ich ja schlecht was dagegen sagen, ne? Also ich sag mal so, ich habe meine Task gemacht da oben, weil ich mir gedacht habe, später nochmal hier runterlaufen ist sehr risky. Der liegt oben am Spawn, direkt auf dem Langgang. Mir ist entgegengekommen Ray und Dalukat. Beide sind über die Leiche gelaufen. Okay, keiner hat sie reported. Was heißt denn oben am Spawn? Nein, erstmal ist der Spawn nicht unten? Falsch. Unten links am Spawn und dann der ganz lange Gang. Oh, also, pass auf. Ich bin am Admin-Table gewesen, sehe, dass Dizzy noch am Spawn steht. Dadosh und Dizzy waren als letztes zurückgeblieben da hinten. Deswegen bin ich runtergelaufen, dachte, Dadosh hat dann easy Snack gemacht. Dann kam Ray mir aus Medbay oder so entgegen, obwohl Medbay ja schon alle weg waren. Da waren ja schon alle weitergelaufen. Da habe ich mir erstmal nichts bei gedacht. Bin dann weitergelaufen, sehe, dass Dizzy noch lebt, denke mir, nice. Ja, dann kommt, dann kam Dadosh mir aber halt auch in dem Gang nochmal entgegen, weil er wahrscheinlich dasselbe machen wollte. Und dann ist Ray als Licht aus, war durch Dizzy und mich durchgelaufen, dann liegt die Leiche. Also als ich da vorbeigelaufen bin, war die Leiche noch nicht da. Ich bin für Dalu. Und Dizzy, wenn du denkst, dass wir beide es sind, weil wir ja für dich beide über die Leiche gelaufen sind, dann hätte ich ja dich gekillt. Oder Ray hätte dich gekillt. Weil wir haben ja nur einen Toten. Das ist also nur einer von uns. Das ist absolut richtig. Und da du hast mich viel früher gesehen als Ray, das würde ja theoretisch heißen, dass du, wenn du Dadosh getötet hast... Ray reporten müsste. Nee, dass du hättest ja dann theoretisch den Cool dann auf den Kill.
Ja, aber Ray hätte doch aber dann reportet. Ja, aber ja, Double genau. Kills wurden schon mal hier verkackt auf der Map. Würde ich auch mal nochmal kurz ja, sagen. Ja, ich sag euch, ist kein Double Kill. Also, wenn wir jetzt nochmal... Ich danke den Impostern, dass ich noch lebe. Wenn wir jetzt... Ja, also Jay ist einer, er lebt noch. Letzte Runde. Also, wenn wir jetzt nochmal auf die Quote zu... Wenn, letzte wenn Aufnahme hat dich das auch das Leben gekostet. Wenn du beim nächsten Mal Report noch yes, lebst, dann bist du es. Ja. Ich bin auch dafür, dass wir es so machen, dass die Crew an ihrer Entscheidung festhält, ob ihr mich oder Ray votet, aber dann flippt nicht. Also, ja, das ist Ray seine Map. Also, die Quote ist Ray. Ich würde einfach Ray nehmen jetzt. Ich würde knallhart Ray nehmen. Ja. Will ich das sehen? Ich finde es geil, dass ihr mich gar nicht mal in der Argumentation machen lässt. Ja, du auch. Hab ich gesehen. Ah, ihr Lappen, ey. Ey, zwei Imposter-Votes und Bram, oder was? Nee, die beiden Imposter-Votes sind nicht dabei, sonst wäre er geflogen. Es sind nur drei. Wow. Okay, also gut. Ich würde aber... Ah, scheiße, ey. Oder sind sie wieder beide zusammen? Ich bin leicht überfordert. Ich würde auch sagen, dass es Ray ist. Okay, sorry, dass ich da nochmal reinhämmer, aber Ray, was zum Kuckuck hast du da unten gemacht? Also, was wolltest du da unten? Das ist ja super, dann können wir Ray jetzt voten und die Imposter haben gerade nicht mitgewotet. Ja, Moment, Ray wollte ja was sagen. Ray, wie war denn die Runde für dich? Was ist da passiert? Genau, Ray. Was ist da passiert? Ja, nein, Ray, also du hattest ja gesagt, wir hatten ja keine Zeit, dich zu verteidigen. Was ist passiert? Ja, nee, was ich fand es extrem amüsant, dass ihr einfach mal erst wird geshootet, dann redet Dalu. Jetzt verteidige den Namen doch jetzt. Dann rede doch jetzt. Ja, mach ja jetzt. So, und zwar, ich wollte zurück zu Launchpad, weil ich ja diese Analyse gestartet habe. Dann ging das Licht aus und... Ja, dann war der Report, aber in dem Moment war ich halt voll am Labern und durchlaufen und dann kam auch der Report und dann hieß gleich, ja, Ray war es, zack. Nee, finde ich gut. Ja, aber du bist doch 600 Meter an der Leiche schon vorbeigelaufen. Dizzy 600 und ich Meter? Keine 6, Ahnung. 7 Meter. Dizzy und ich haben dich ja gesehen und haben dann erst. Ja, müsst ihr mir nicht glauben. Und der andere muss dann Jay sein. Achso, und die Schildkröte war auch noch nicht fertig. Also du hättest noch nicht zum Launchpad gehen. Wo der nichts gemacht hat. Ich glaube, ja, also ist es auf jeden Fall. Sind auf jeden Fall wir beide. Die Statistik spricht einfach selber. Ich glaube, wir schmeißen uns Ray und Dalu raus. In der Reihenfolge. Richtig, würde ich jetzt auch machen. Dann, wenn ihr so denkt, schmeißt erst mich raus und Ray nicht. Entweder ich hab schon gevotet. Also die Crew sollte zu ihrer Entscheidung stehen. Ja, ich stehe zu meiner Entscheidung. Das ist ja normal auf der Map. Also ich habe da kein Problem mit. Alles easy. Nee, jetzt hier nicht die Opferkarte spielen. Das ja, wollte ich gerade sagen. Ist ja nicht die Opferkarte. Holt schon mal einer die Tempotaschentücher für Ray raus. Also Ray, früher oder später werde ich Ray. Am Ende ist weder Ray noch Dadu und Dadu spricht sich gerade richtig an den Kopf. Ray, war Dadu schon tot, als du da vorbeigelaufen bist? Das ist eine wichtige Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ja. Hast du den Report-Button gesehen? Ich habe die Leiche nicht gesehen. Ich habe nur den Report gesehen. Du kannst das kann doch gar nicht sein. Du warst auf der Leiche. Du warst da drauf. Wie kannst du das nicht sehen? Alter, wahrscheinlich ist Dizzy selber, oder? Na klar war ich das selber. Okay. Obwohl, jetzt wo du sagst. Ich ziehe meinen Skip zurück. Ach, Mann. Wie schön er fliegt. Flieg und sieg! 10 von 10. B3. Beep. Task complete. Here we go. Ich glaube, es ist Dalu. Ich glaube, wir haben Scheiße gemacht und es ist Dalu. Und der hat sich von mir jetzt ein Alibi geholt. Irgendwie sowas. Ich kotze gerade im Strahl. Und ich kann es leider nicht ausmachen. Also ausmachen im Sinne von, ich kann nicht bestimmen, ob Dalu... Also in der Theorie wäre Dalu auch möglich und hat sich von mir ein Alibi geholt, weil sein Killcool, weil er einen Cooldown hatte und konnte mich dann nicht töten. Fuck, ich glaube Ray war es nicht. Ich vermute wirklich knallhart, dass es nicht Ray war. Fuck, ey. Mann! Ich geh wieder in die Aufnahme rein und ich werd von allen kriege ich wieder die Kommentare.
Okay, Dalu ist es nicht. Nice. Dalu ist tot und Jay lebt noch. Oh mein Gott, Leute. Ich hab eben gerade schon gesagt, alle werden mich wieder hassen. In allen und nur Videos. Ein Kill. Okay, zwei, für mich können das nur zwei Leute sein: Brahmin oder Maxi. Ich war gerade in Cafeteria unten an den Meteoriten. Also jetzt, just in dieser Sekunde stehe ich da. Maxi und Andi bin ich gerade Dekon hochgelaufen. Also Maxi hätte mich easy zweimal töten können, was jetzt kein mega krass Argument ist, aber Bram dich auch. Ja, ganz am Anfang, weil ich bin ganz im Ladebildschirm bin ich schon hochgelaufen in Reaktor und dann war ich da ganz alleine. Wo liegt die Leiche? Aber mit einer ganz alleine, die ganze Zeit. Eben, und er hätte mich locker wegsnacken können. Deswegen traue ich dir auch. Das ist der einzige Grund, weil wir da am Anfang standen. Ja. Wo liegt die denn, Andi? Dekon oben. Ja, ich bin gerade erst reingegangen. Wie bin ich denn dann gewesen? Ich wollte gerade sagen, wir sind gerade erst reingegangen. Self-Report, Fragezeichen. Natürlich. Wir müssen noch Jay im Betracht. An die anderen außer Andi. Wir müssen Jay im Betracht. Jay lebt immer noch. Aber Jay, gönn ich mir eine gute Runde. Maxi könnte das wahrscheinlich bestätigen. Andi ist ein paar Schritte vor uns gelaufen. Das ist theoretisch, glaube ich, möglich, aber... Hat er euch gesehen? Ich bin mir... Andi hat uns gesehen. Dann wird er den nicht umbringen und das Risiko eingehen. Ich konnte Andi auf jeden Fall erkennen. Aber irgendjemand ist halt vor uns da noch reingegangen. Ich habe die Kabel draußen gefixt. Das ist interessant, weil Jay habe ich die ganze Runde nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber was auch interessant ist, dass Dizzy seine Mute-Taste zu früh entmutet hat. Hä? Warum? Habe ich nicht? Warum weiß ich auch nicht. Habe ich nicht. Dizzy hat halt Ray rausgehauen. Das ist natürlich sehr sus. Frage, warum kann ich nicht beantworten? Sag mal, ich habe gar nichts. Bist du. Hallo, wir waren schon in dem Bildschirm drin. Ja, Joe liebt noch, das reicht mir. Fuck you. Ich bin sofort. Jetzt werde ich gleich wieder rausgeworfen und darf ich wieder nur zugucken oder was? Genau, gönnt Jay doch mal eine gute Runde, auch wenn er Imposter ist. Echt mal. Ich gönne Jay auch eine gute Runde, deswegen vote ich den auch nicht. Deswegen schieße ich auch nicht gegen den. Deswegen bin ich jetzt einfach mal Dizzy. Na klar! Das ist Skippe. Na klar. Was ist mit euch? Ja, ist gut. Getrollt, habt nicht diese Gedanken. Na, sind die Imposter mit draufgesprungen? Wo war Bram überhaupt? Ah! Alter, komm. Bingo! Ich habe noch eine Aufgabe, übrigens bin ich fertig. Dann kann ich, gehe ich beobachten. Bram, die Sau, ey. Hübscher auf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Weil ich mich zu früh entmutet habe. What the fuck, ey. Was ein Blödsinn. Oh, sehr schön. Ach, komm. Nein. Nein. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich denn schon wieder? Oh Mann, mein Hirn ist so breit, ey, vom Wochenende. So breit. Diese Task ist so blöd. Oh, Michael Maus, Junge. Okay, super. Ich glaube, die letzte jetzt. Oh Gott sei Dank, du lebst noch! Ja, klar. Alter, Junge, als du gerade nach unten gelaufen bist und Maxi dir entgegenkam, dachte ich mir, Gott, nein, hab ich geschrien. Und ich hatte Angst, dass du drauf gehst. Ich so, nein, renn doch nicht. Alter, ich hätte doch das letzte Kabel ziehen müssen da oben, ja. Ja, ich auch. Ja, dann könnt ihr nochmal da hingehen jetzt. Ich wollte nur sicher gehen, dass nicht doch noch zwei leben und dass da irgendwas passiert. Aber übrigens, es wurde doch jemand umgebracht, und zwar Andi, oder? Andi, ich habe das letzte im Reaktor gesehen. Und also Sven ist mit den Aufgaben fertig, wa? Da ja, wir stehen ganz klar. Oh Gott, Sven und mir ist... Bram, also bin Andi, ich nach unten Andi war im Reaktor mit Dizzy und mir und ist alle rausgegangen. Ja, stopp mal. Ja. Wer ist rausgegangen? Andi. Also Dizzy und ich haben Simon Says gemacht, Andi war bei uns und ist dann rausgegangen. Okay, weil es waren zwei links Reaktor, drei waren rechts, zwei sind rausgelaufen. Stimmt, das kann ich bestätigen, dass zumindest Mike so doof, und Maxi ewig lange auch oben waren im Reaktor. Ja.
Okay. Dann bin ich halt, und dann als Jay zu uns kam, in dem Zeitraum ungefähr, muss der Kill gefallen sein. Einer stand dann Medbay. Hm. Genau, einmal stand ich Medbay kurz, da habe ich noch diesen hier, den Lichtswitch einmal umgedreht, wollte ich gerade sagen. Ja, und dann standen zwei Reaktor und der bei Lev, der fehlte. Auf einmal. Also wir haben jetzt zwei Varianten, liebe Crew. Entweder wir machen spicy und voten einfach mal, weil ich glaube, über Task gewinnen wir so oder so. Ja, wenn... Ja, ja, dann lass uns mal Spicen und Jay rausschmeißen. Ja, lass uns mal. Tatsächlich wäre Jay derjenige. Ich bin auch für Spice. Gib mir dem Imposter eine Chance. Was? Du hast kein Alibi. Ja, hey, ich stand neben Mike und hab Simon Test gemacht. Ich gewinne die Runde jetzt. Also, wenn Jay sagt, er mag Schalke 04, vote ich ihn nicht. Jay? Schalke 0, niemals würde ich dann sagen, ja, scheiße. Da geht's rein. Mich raus, ist mir egal. Da geht's Alter, rein. Scheißegal. Geh nach Lüden, mich. Schalke Tschüss. Steigt hoffentlich ab. Ich hab geskippt. Meinst du, gib mir mein Wort hast, ist mir egal. Ja, komm, skipp einfach dran. Ja, komm, ab. Das mit Jay noch drin. Lass mit Jay noch, lass der darf mal mitspielen. Königsblauer S04. Oh, der wurde. Das ist so scheiße. Ihr seid so Schweine. König bist du. Das wird jetzt kritisch. Ja, aber jetzt wissen wir das. Leute, Schalke haben wir gewonnen. Was soll ich halt machen, Mann? Alter, sorry, ich will nur sagen müssen, ich mag so Schalke 04. Jay, du hast die Wahl. Ich lieber die Runde, als dass ich sagen würde, Scheiße. Ja, ey, das war der geilste Win. Wenn ich so erpresst werde auf so eine schwierige Art und Weise. Das ist so eine schändliche Art und Weise. Da, so viel Ehre habe ich, dass ich niemals sagen würde, ich mag Schalke. Schalke, ich musste einmal überführt. Schon dieses hässliche, Bordeaux-farbene Trikot anziehen. Schalke hat dich überführt. Das ist ein Schandfleck meines Lebens. Niemals mehr. Ich finde, das ist ein schönes Video bei uns.